Ja, heute machen wir eine Werbesendung draus. Optimum Karlauf, Kollege aus Tirol. Wärmstens zu empfehlen. Der hat die geilsten Fetzen. Ja, willkommen bei einem neuen Video. Und heute noch voll in Arbeit, weil wir sind beim Sebastian und der hat sich natürlich wieder mal ideal vorbereitet auf das Ganze. Und hat den Kompressor eingeschaltet. Ja, es ist extrem leise, ich hoffe bei euch auch. Und es war eigentlich so, wie wir rangefahren sind, wenn wir gesagt haben, so, wir sind da, wir drehen ein Video, ist er rausgefahren und hat gesagt, das Auto müssen wir noch waschen. Super. Deswegen, wir putzen noch und dann geht's los. Komm jetzt raus. Herzlich willkommen bei einem neuen sinnlosen Video der Firma Dampf. Ich hab's dabei schon mal gemütlich gemacht. So. Ja, willkommen. So sinnlos wird's heute gar nicht. Wir sind heute das letzte Mal beim Sebastian, weil danach gehen ihm die Autos aus. Und natürlich stimmt das. Passat. Noch ein Passat, aber den wollen wir nicht zeigen. Nein, der ist auch fesch. Ja, auf jeden Fall wollen wir uns heute noch zuletzt den SQ7 ansehen. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel Veränderungen, aber in Summe ist das Auto halt eine mega Erscheinung, sagen wir so. Super breit, super dickes Gerät. Ja, und man muss ja, wenn man beim Sebastian ist, immer aufpassen, weil viel Blödsinn passiert. Ja, wie zum Beispiel jetzt, wo er nach 1,5 Stunden Reinigung des Kraftfahrzeugs draufkommt, dass er seine scheiß Fußmatten putzen muss. Jetzt, genau jetzt, wo wir filmen. Ja, jetzt ist es sauber. Es kann so schwierig sein, wirklich. Es kann so schwierig sein. Ja, gut. Sebastian, ja? Danke für die Einladung. Achso, ich habe mich selbst eingeladen. Ja, wie immer halt. Wie immer halt, ja. Man muss aber dazu sagen, dass ich nur kommen darf, wenn das Auto dreckig ist, weil er weiß, dass danach gewaschen ist. Und wenn es der Frau erlaubt. Und wenn es meine Frau erlaubt, genau. Ja, wir haben jetzt den Wagen einmal so weit auf Vordermann gebracht. Ich denke, wir packen jetzt zusammen, weil der Pixi hat gesagt... Mosel stinkt. Hat er nicht gesagt. Hat gesagt, der Platz da reicht ihm nicht aus. Sein neues Objektiv benötigt rund um das Kraftfahrzeug 5 Meter Platz. Fragt mich nicht warum, ich kenne mich mit dem Schaß nicht aus. Wegen der Brennweiten, du Trottel. Wegen der Brennweiten, ich Trottel. Was ist das? 85er? 85er. Hast du das gezahlt oder er selber? Das war das selbst gekauft, glaube ich. Ja. Habe ich aber ein Notebook beigesteuert. Ein neues. MacBook Pro. Ja, dann hopp und komm. Mit Touchbar. In diesem Sinne, wir reiten los. Ich war wirklich so mit dir, gell? Na! Sicher. Glaubst du, sind die giftig? Warum sind die giftig sein? Ich weiß nicht, weil es eventuell gespritzt sind. Willkommen. Wir sind noch immer im selben Video und der Sebastian hat uns jetzt an eine Location geführt. Da wohnt er Freitag bis Sonntag. Ja, da bin ich mit meiner Glaubensgemeinschaft. Das ist also die Kirche. Aus der Sekte? Nein, das ist eine Glaubensgemeinschaft. Genau, ja.
Was unterscheidet die Sekte von einer Glaubensgemeinschaft? Wir haben keine weißen Hüte. Aber schwarze Trainingsanzüge. Oder wie? Blaue. Blaue. Geil. Ist echt cool da. Jeder, der mal in der Nähe von Steyrek ist, schaut beim Verbastian vorbei, der bringt euch zu der Location. Ja, ich bringe euch da Äpfel und Birnen und Zähne. Genau. Da gibt es auch Äpfel, die werde ich jetzt dann gleich kosten und ich hoffe, ich überlebe es. Ja. Genau. Wir werden heute hier den SQ7. Bauverstützt. Jetzt. Ihr seht es gerade nicht, aber der Pixi hat praktisch das, die Kamera mit dem Gestell und stößt auf seinen Bauch ab. Das schaut relativ lustig aus. Eigentlich schon, ja. Ich mache ein Foto, das können wir einblenden. Wart. Schaut schon lustig aus. Ja, sicher. So, wir werden heute den SQ7, wie angekündigt, etwas näher begutachten. Wie wir schon gesagt haben, es ist eigentlich gar nicht viel gemacht. Aber trotzdem finde ich fast eins der cooleren Autos, die du hast. Obwohl er am wenigsten macht ist, weil er halt einfach Serie schon sehr cool ist. Ja, genau, wirklich. Und es ganz wenige gibt. Eigentlich, bei uns in Österreich. Eingestellt worden sind damals. Genau. Wegen der Abgasskandal. WLTP-Norm. HTTP. Nein, das ist Internet. Ah, okay. Boah, das ist ein fetter Pickel, oder? Wirklich? Boah, scheiße. Werde ich nachher entfernen. Deswegen zeige ich heute nur die Schokoladenseite. Was ist da nur an? Ja, vielleicht bin ich nur dreckig, was ist mit dir? So ein gelbter Trottel. Ja, geh, okay. So ein Blödsinn. Ekelhaft, Mensch. Ja, an dem Kfz sind nur Räder, Fossenräder. Aber die sind auf jedem Kfz Räder. Ja, aber Fossenräder nicht. Nein, das nicht. Und ein Gadget2Go Tieferlegungsmodul oder wie wir es bezeichnen, Active Suspension Control Unit. Ich sage immer Originalluft. Genau, es ist Originalluft mit diesem Modul. Ah, genau. Aus. Und das war's schon. Ansonsten sind ein paar Details in Schwarz dazugekommen. Du hast irgendwelche Sachen in Schwarz gekauft. Auspuffendrohre aus der Schwarze. Pulvern lassen. Mhm. Aus schwarzafrikanischem Edelstahl. Mhm. Nicht. Ebenholz. Maragoniholz. Okay. Das habe ich dann ausgefunden, damit schwarz ist. Geile Idee. Ja, sehr. Alleine drauf gekommen? Sicher. Mega. Beim Lagerfeuer, damals im Pfadfinderlager. Ah, ich weiß schon welches. Mhm. Mhm. Und was ist nun schwarz geworden? Die ganzen Zeichen sind schwarz geworden. Das war es eigentlich schon. Das Auto ist einfach in Summe eine relativ brachiale Erscheinung. Und wenn ein SQ7 als SUV einfach schon mal am Boden liegt, wirkt es schon mal sehr, sehr nice, würde ich sagen. Nice. M.S. Zu den Rädern. Heute reden wir alles durch. Dann zeigen wir das Auto und dann sagen wir nicht mehr Tschüss, so machen wir es halt. Mhm. Räder haben wir. Ich glaube, damals, wie wir es bestellt haben, war echt cool. Es war meine erste 23er, die ich bei Fossen geordert habe. Mhm. 11x 23 ET. Boah. Boah, ich glaube 30 oder 26. Irgend sowas, ja. Irgend sowas, ja. Mega geil auf jeden Fall. Und das Radl noch immer. Top, also das passt auf das Auto perfekt. Ich würd wieder genau alles gleich machen. Ja. Mir taugt es noch immer massiv. Das ist Fossen LC-Serie, ist ein Schmiederad. Nicht ganz günstig, aber cool. Ja, aber dafür habe ich seit 3 Jahren und so habe ich mir noch eine mit RFM gehabt und sonst kaufe ich mir ein bisschen billigere, aber dafür jedes Jahr neue. Und somit habe ich. Gespart, ja. Eigentlich. Ja. Sinnvoll investiert, ja. Und gespart. Ja, das ist wirklich. Also die Lehre des heutigen Tages, kauft eure Felgen und fahrt die einfach 2-3 Jahre. Am besten beim Moser. Genau, am besten bei Dampf. Ich wollte gar nicht Moser sagen, sondern den anderen, damit ich die wieder ärgert. Wen wollt ihr das denn sagen? Kann ich nicht sagen. Achso, okay. Ja. Dann nicht. Nein, magst du es nicht. Genau. Gut, wir haben bei mehreren 6 schon einmal das App angeschaut. Sollen wir es uns nochmal kurz anschauen? Nein, ist schwul. Wirklich? Wir haben es eh bei mir. Ihr habt es gesehen, das Coole daran ist halt, dass wir, also wir können ja den Link reinsetzen, weil jetzt sind wir ja so YouTube-Profis mit 3000 Follower und jetzt dürfen wir andere Videos im Video verlinken. Und jetzt können wir da oder da, ja, können wir das Video vom RS6 einblenden und da ist das Gadget2Go-Modul besser erklärt. Ja. Genau. Es verbindet sich mit den Fahrzeugprofilen, man kann das durchschalten und definiert je Profil seine Tieferlegung. Richtig. Von
gar nichts wie Serie? Nein, ich habe da tatsächlich nur 30 und 35. Also echt nicht viel, beim RS6 war 55 bis 60. Und hat eben Showmode komplett entlüftet? Nein, nicht komplett, weil sonst haut er voll viel Fehler rein und zickt. Ah, du hast deinen Showmode auf minus 60. Okay, ja. Sehr cool. In Summe wirklich tolles Auto, eignet sich halt einfach, um wirklich weite Strecken zu fahren, eignet sich im täglichen Bedarf, gerade mit Hund, wie wir vorher eingangs schon gesehen haben. Genau. Normal hat er so einen Ball im Mund, also du. Ja, den man hinten zusammenbindet, ja, genau. Ich weiß, ja, kann mich wieder erinnern. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, schaut euch den Porn, wie wir sagen, an und Porn ist ein Scheißwort. Ja, erfind halt du mal ein neues Wort. Autovideo. Boah, das ist jetzt innovativ. Das ist richtig brutal, das haut mich komplett weg eigentlich. Hast du Rolex so lässig? Dann viel Spaß beim Autovideo. Ja, da, ja, das ist ja, finde ich. Und macht euch einen Eindruck von der Kiste. Mir taugt es massiv. Wie gesagt, die Änderungen halten sich in Grenzen, aber in Summe eine wirklich tolle Erscheinung, das ganze Auto. Viel Spaß dabei. Wir wollen ein bisschen aufs Gas drücken, Alter. Ja, red halt. Ja, es geht ja noch nicht, wir müssen es erst einschalten. Hey, die sind neu. Die sind irgendwas mit Cloud, die Schuhe oder so. Clown meinst du? Das sind Clown-Schuhe. Apfel ist wirklich geil, danke. Bitte. Wie viel kriegst du denn? 1 Euro. 50. Geil. Ich habe nämlich Hand erlesen. Echt? Merkt man, boah, bleibt mir mal stecken. Ja, du bist ein Schneewittchen. Ah, nein. Was waren das? Sieben Zwerge, sicher Schneewittchen. Spiegeln, Spiegeln, wer ist die schönste Spiegeln? War der Apfel vergiftet beim Schneewittchen? Spiegeln, Spiegeln, wer ist an der... Spiegeln, Spiegeln, an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land? Du nicht. Passt. Das ist richtig. Aber du wirst auch keinen Preis gewinnen. Ja, ist mir egal. Ich, mir auch. Okay. Dass du gewinnst, meine ich. Ja. Der Sebastian nimmt sie 3-4 mit nach Hause, besucht sie am daheim. Macht so einen Apfelkuchen wie in American Pie. Wir blenden den Sebastian seine Adresse hier unten ein. Schaut bei ihm vorbei und holt sich einen Abfall. Oder einen Apfelkuchen von American Pie, je nachdem. Kennst du das überhaupt? Was, American Pie? Ja. Oder einen Apfelkuchen? Na, die Szene. Natürlich kenn ich's. Hast du die schon mal nachgespielt? Nein, hab ich nicht. Warum sollte ich? Ich bin verheiratet und hab 2 Kinder. Deswegen. Nein, hab ich nicht. Ja, also ich hoffe, euch gefällt das Auto genauso gut wie in Sebastian. Ja. Es ist nämlich tatsächlich eines seiner Lieblingsautos. Also eines der Autos, mit denen er eigentlich am liebsten fährt. Und weil es entspannt ist. Genau, weil es einfach komplettes entspanntes Reisen ist, ja, absolut. Und deswegen geht es das Wochenende nach Italien. Für alle, die das Video sehen, können ja nachkommen. Ne, weil wenn das Video online ist, bin ich schon wieder fast daheim. Vielleicht. Zu Corona. Ja, vielleicht ziehen wir das Video vor und dann können die alle in Italien besuchen. Du kannst es mir vorher vorziehen. Möchtest du die Adresse sagen, wo du hinfährst? Ich fahre campen. Wohin? Ja, das weiß ich noch nicht. Am Gardasee? Nein, glaube ich nicht, da hagelt's. Das stimmt, im Gardasee hagelt's. Schlimm genug, ja, so groß wie Äpfel, schlimm genug, was da unten passiert ist. Ich hoffe, es sind alle Zuschauer halbwegs glimpflich davon gekommen. Es ist wirklich wild. Wenn man das wenigstens ernst meinst. Nein, ich meine es aber wirklich ernst, weil es ist eigentlich echt schräg.
Schon wieder was aus dem Auszuschneiden, ist ja wurscht. Warum? Nein, das schneiden wir nicht aus. Doch. Nein. Doch. Gut. Das war's für diese Woche. Nächste Woche haben wir dann hoffentlich Glück und können den alten BMW, den ich schon mal angekündigt habe, zeigen. Rost, mit dem rostigen Unterboden. Der ist sozusagen wie neu. Du hast doch alles gesagt. Der Vorgänger von meinem E28, also noch eine Stufe älter. Aber du hast gerade gesagt, der ist neu. Der Unterboden sieht aus wie neu. Hast du den angeschaut? Ja, weil ich das Auto typisiert habe und ein Fahrwerk dafür gebaut lassen habe bei H&R. Ich weiß nicht, ob ich das so glauben kann. Ich kann dir ja Fotos schicken. Okay. Okay, ich schicke das dann. Ja. Bei WhatsApp. Bin ich gespannt. Ja, ja. Ob du es gelungen hast. Ja, genau. In diesem Sinne sagt der Sebastian tschüss, weil mir reicht's und ich ist jetzt mein Hauptweg.